weg. Huch! I'm falling before I go again. Kids, ne? Das ist übrigens unsere Black Beauty, mit der wir die ganze Zeit rumfahren. Kostet für einen Monat ca. 30 Euro. So, wir gehen jeden Morgen ins Gym. Wir sind in der Body Factory angemeldet. Das ist einer von den größeren, etwas fancieren Gyms. Ich tue jetzt meine Sachen in meinen Spind. Und dann mache ich heute wahrscheinlich Lower Body Workout und danach vielleicht noch Sauna und Eisbad. Mal gucken, je nachdem, wie viel Hunger ich nach dem Workout habe, weil ich davor immer nichts esse. Frühstück zurück in der Villa. Meine Haare sind richtig greasy, weil ich gestern ein Facial hatte, aber ich habe in 2 Stunden auch eine Massage. Deswegen, ja, wie man sieht, ich lasse mir noch gut gehen in den letzten 2 Wochen, die ich hier noch habe. Nee, deswegen dusche ich jetzt mal kurz nicht, aber ich bin auf jeden Fall schön satt. Ich glaube, ich chill jetzt einfach ein bisschen ins Bett und chill ein bisschen, weil ich bin gerade noch nicht so motiviert zu arbeiten. In den Vlogs nehme ich... Ich wollte euch gerade einfach auch so eine Box draufstellen, damit ich ein Stativ habe und dann ist das passiert. Warum? Was kann ich eigentlich? Gut gemacht, Hannah. Jedenfalls versuche ich hier halt noch einen Arbeitsalltag aufzubauen, immer ein bisschen zu arbeiten und trotzdem die Zeit hier zu genießen und dann in Berlin wieder Vollgas zu geben. Ich versuche auf jeden Fall die Vlogs interessant zu gestalten, aber im Prinzip ist das einfach nur hier mein Alltag. Wir haben jetzt, wie gesagt, hier noch knapp 11 Tage, bevor wir wieder loslegen müssen. Davor müssen wir auf jeden Fall noch den PCR-Test machen vor der Abreise. Also man macht hier immer einen davor und einen natürlich, wenn man ankommt. Dann freue ich mich so unglaublich auch schon auf meine Wohnung wieder und auf Henry. Oh, freue mich so auf Henry. Ich bekomme übrigens immer Update-Videos von Henry. Also ich kann euch hier mal eins einfügen, wie er im Schnee spielt. Hm. Ja, Freunde der Sonne, es ist jetzt dann auch schon 6:30. Ich weiß gar nicht, was ich zuletzt gebloggt habe. Auf jeden Fall hatten wir mittags eine Massage und danach habe ich gearbeitet. Ich hatte gerade noch 2 Calls und ich habe immer nicht mehr weiter gebloggt. Awesome. Wir gehen jetzt auf jeden Fall Sushi essen. Den Sonnenuntergang haben wir, glaube ich, verpasst. Also die Sonne geht gerade unter, weil wir schaffen es nicht mehr rechtzeitig zum Strand. Aber ist auch gar kein Problem. Wir haben noch 10 weitere, die wir anschauen können. Wirklich legit nur noch 10. Schönen guten Morgen. Heute Morgen ging um 6.20 Uhr, ebenfalls wie gestern der Wecker. Sind wir ins Gym gefahren? Nein. Es ist jetzt irgendwie 10 und wir waren tatsächlich immer noch nirgendwo. Ich habe mich jetzt mal angezogen. Ich habe ein Bikini drunter. Hier sieht man ihn. Yay. Jetzt geht es erstmal frühstücken und dann geht es ins Gym. Aber nicht zum Trainieren, sondern die haben da so ein richtig coolen Recovery Center. Das habt ihr gestern vielleicht schon kurz gesehen. Da habe ich so eine Poolsequenz gefilmt und da lege ich mich jetzt hin und lese ein bisschen. Ich habe mir ein neues Buch runtergeladen und verbringe den Vormittag da, um noch ein bisschen Tan zu bekommen, bevor es zurück nach Deutschland bei minus 11 Grad geht. Yay, ich freue mich mega. Und nachmittags habe ich dann noch 2 Calls und ansonsten wird es ein relativ ruhiger Tag. So werden hier übrigens ganz professionell die Villen gesichert mit einem Vorhängeschloss. Tadadada, hier wohnen wir. Und jetzt ist das Schönste ist immer, wenn man morgens einen Roller steigt, der die ganze Zeit schon in der Sonne stand und der Sitz so fucking heiß ist, dass man sich komplett den Popo verbrennt. Breakfast of the day. Ich habe eine Kokosnuss und ich habe hier so Arancini-Bällchen. Ich bin weird. Ich esse öfter mal Lunch zum Breakfast. Ja, wir sind wieder bei Café Coach. Hier waren wir letztens schon mal. Dann mit Tanning. Wir gehen jetzt Mittagessen und dann auch noch mal eine kleine Shopping-Tour. Ich treffe später noch Bio. Die kommt wahrscheinlich auch noch mit in den einen Bikini-Laden hier. Ja.
So, wie ihr gesehen habt, ich war gerade bei Wanderlust und habe mir einen neuen Bikini geholt in so einem, ich weiß nicht, ist eigentlich so ein dunkelrot, sieht gerade ein bisschen braun aus. Die sind richtig geil. Ich habe mir damals schon in Asien einen geholt, aber der war mir dann zu klein. Ich habe jetzt einen Call mit meiner Praktikantin. Da haben wir jede Woche einen Call, wo wir alle Aufgaben besprechen, was ansteht, die Aufgaben letzter Woche quasi Feedback geben, damit sie auch was lernen. Ja, danach habe ich noch ein virtuelles Event und dann bin ich auch für heute durch und wir überlegen, ob wir am Wochenende wieder nach Uluwatu fahren, wo wir letztes Wochenende waren, weil es da so schön war. Aber das müssen wir jetzt mal gucken, das müssen wir gleich alles planen, aber jetzt erstmal bin ich in Calls. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Donnerstag. Ich habe gestern dann nicht mehr gevloggt, da ich dann einfach mega schlecht drauf war wegen der Sache und ich das nicht euch in die Kamera plärren wollte. Deswegen, ja, mir geht es auf jeden Fall jetzt besser. Ich habe gerade frisch geduscht und mich angezogen. Und wir haben beschlossen, dass wir übers Wochenende, beziehungsweise von Donnerstag bis Sonntag nach Uluwatu nochmal fahren, weil es da halt so schön war letztes Wochenende. Und wir auch noch hier 10 Tage haben. Deswegen wollen wir die schön genießen. Haben wieder das gleiche Hotel gebucht. Das war richtig schön. Das heißt Renaissance Blue in Uluwatu. Wir waren gar die nächsten Tage, weil Uluwatu hat so schöne Strände. Und wir haben letztes Mal nur einen gesehen. Das schreit nach Wiederholung auf jeden Fall. Deswegen, ich habe gerade meine Sachen gepackt. Also ich packe immer meinen Rucksack. Und wir müssen auf jeden Fall noch frühstücken gehen und dann geht's los. Man fährt circa eine Stunde nach Uluwatu. Wir sind jetzt erstmal frühstücken. Wir haben wieder Avocado-Toast und Lemon Iced Tea. Breakfast ist done und jetzt hier ist nach Uluwatu eine Stunde Fahrt. Yay! Und wir sind in Uluwatu angekommen. Hier sieht man das Hotel. Es ist eine nette Junior Suite, in die wir geupgradet wurden. Und das Coolste ist. Tadadada. Oh. So pretty. Das Hotel kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Die waren auch richtig happy, so, oh, welcome back. Gut, der Tag ist dann auch nicht so spektakulär geworden wie geplant. Ich habe erstmal genappt und gerade arbeite ich ein bisschen. Muss da einfach Donnerstag ist, logischerweise arbeite ich mit meinem Team in Kontakt. Ich muss aber auch sagen, ich freue mich so krass, wieder in Berlin in meinem Büro zu arbeiten, weil ich hier einfach nicht so produktiv sein kann, wie ich es gerne hätte. Es ist jetzt aber auch schon kurz vor 6, das heißt, demnächst wird es mal Zeit fürs Abendessen. Heute geht es zu Hours in Uluwatu. Da waren wir letztes Mal schon. Das war super, super schön. Und da ist heute Pasta und Wine Night. Und das wird natürlich direkt ausgenutzt, liebe Freunde. Jetzt mache ich hier noch kurz die letzten E-Mails fertig. Und vielleicht gehe ich da mal duschen. Mal gucken. Wunderschönen guten Morgen, beziehungsweise es ist ja auch schon fast Mittag. Am Morgen habe ich eigentlich nur gearbeitet, Suits geguckt, ich habe wieder angefangen und gefrühstückt und jetzt habe ich mich mal an den Pool gelegt und chill hier ein bisschen, bevor wir dann an den ersten Strand fahren. Ich zeige euch mal meine Aussicht hier. Look at this. What is life? Ich bin doch gerade die Einzige am Pool, finde ich auch ganz nice. Also ich meine, hallo. Oh, kann es gar nicht glauben, dass ich in einer Woche bei minus 11 Grad in Deutschland zurück sein werde. Yay. Wir sind erstmal Mittagessen bei Zucca Espresso. Ich habe hier eine Mexican Bowl. Freue mich schon sehr drauf. Und dann fahren wir zum ersten Stand. Ja, zum Nachtisch gibt es ein ganz kleines Stück Schokokuchen. Also, ich bin ja gespannt. Und kannst du maximal 3 Ramen essen? Dann ist mehr am Yangyang Beach. Der war letztes Mal, als wir da waren, noch viel schöner, aber heute ist halt das Meer ein bisschen unruhig, aber trotzdem sind so fast allein hier nochmal, aber es ist ein Surferstrand. Wie pretty! Okay, da das Wetter leider nicht mehr so geil ist und eine ziemlich dunkle Wolke dahinter der Klippe vorkommt, fahren wir jetzt wieder zurück ins Hotel, nehme ich an. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Auf jeden Fall gehen wir heute Abend noch zu Gooseberries. Eigentlich so eine Unterwäschefirma, aber die haben hier ein richtig schönes Café mit Shop. Das heißt, wir werden später shoppen. Nee. Wir sind jetzt wieder im Hotelzimmer. Ihr habt ja gesehen, wir waren Abendessen bei Gooseberry. Waren wir letztes Mal auch schon. Und ich habe mir was gekauft, deswegen ist es ein kleiner Haul. Wir haben Unterwäsche und Swimwear. Und ich habe mir da einen Badeanzug gekauft. Und zwar einfach so einen weißen Badeanzug. Der sieht relativ schlicht aus. Wenn man ihn anhat, ist er alles andere schlicht, da der Ausschnitt ein bisschen tiefer ist. Deswegen machen wir jetzt mal kurz keinen Try-on, sonst werde ich hier noch demonetarisiert. Aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dabei ist es in den letzten Tagen und einen Einblick. Huch! Zu bekommen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich sehr gerne abonnieren. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin. Tschüss.